Immerhin muss man sagen, ist ein geiles Feature, dass er dich dann weiterfernlässt, sobald du die Kontrolle wegnimmst. Ja, das muss stimmt. Man sagen, das ist sehr geil. Auf jeden Fall, also. Das ist wichtig, ja, und damit du nicht direkt in die Wand fährst. Ne? Nee, du wirst ja auf einmal direkt disqualifiziert, wenn du stehen bleibst oder so. Ja, oder halt geradeaus weiterrollst. Ja, auch nicht so geil. Aber Elfter aktuell. Aber da müssen noch welche in die Box, oder? Sind noch nicht alle in der Box. Ja, ich fahre jetzt in die Box. Peres war nicht in der Box. Peter macht auch einen Boxenstopp zu Hause. Peter geht jetzt ganz schnell. Du musst alles zuwachen. Ja, kann ganz schön kalt werden, kann ne? Kann sich Peter nochmal schnell bewegen, ey. Wusste ich gar nicht. Fahr raus, fahr jetzt raus. Fährt er auch geradeaus einfach jetzt. Mit seinem Rollrad da raus. Wäre witzig, vielleicht wenn er hat auch zu spät vielleicht kommt. Hat er auch so einen Besen oder so, mit dem er sich dann rüberstrecken muss. Besen und Kleiderbügel. Ich hoffe, dass der Rollator irgendwie jetzt Akku leer hat oder so, damit er dann nicht rechtzeitig zurückkommt. Scheiße. LOL, er ist echt geradeaus gefahren! LOL. Nice! Was? Nein, hat er nicht. Peter, doch, ist er, guck doch mal! Hat länger gedauert. Der ist jetzt erst wieder, der hat richtig Zeit verloren dadurch. Scheiße. Halt ab, wie lange hast du denn Fenster? Peter, das ist der Rollator, hatte Akku leer. Kacke. Wie viele Fenster waren das? Zwei, aber an anderen Enden der Wohnung jeweils für den Durchzug. Holy shit, das war richtig scheiße. Einmal gegen die Wand und Rückwärtsgang und krass, erster Gang. Verloren? Hast du den Frontflügel verloren? Nein. Okay. Nicht mal beschädigt? Weil du gerade gesagt hast, gegen nicht. Die Wand. Ja, ich bin wirklich gegen die Wand gefahren. Ach krass. Dann ist das doch okay. Jetzt tatsächlich schon das zweite Mal dieses Rennen. Dass ich eigentlich dachte, der Frontflügel wäre kaputt, aber war nicht. Alter, was ist das für ein Stahlfrontflügel da? Ja, Peter ist mega am Cheaten, er hat God-Mode an. Ja, keine Ahnung, was das war. Peter, was für Reifen hast du? Die gleichen wie du, mein Freund, sieht man da oben links. Ach ja. Ich wollte mit einem Gespräch anfangen, weißt du, kultivierte Haltung. Ja, hast du Chancen gerochen, ne? Die Chancen werden fliegen, ey. Ich bin doch gleich schon an ihn dran. Ich hole jede Sekunde, jede Runde eine Sekunde auf den. Ja, du hast auch die weichen Reifen und Fett gemischt. Achso. Du hast die gut analysiert. Wir machen weniger Stops, Jonathan. Als ob, machst du noch, ja stimmt, er muss ja noch einen Stop machen, wenn er jetzt nicht richtig die Reifen flüssig ist. Okay, mach doch einen. Na klar. Du kannst doch nicht mit einem hier durchkommen. Glaube ich auch. Ja, stimmt. Nein, glaube ich auch nicht. Offensichtlich schon. Nein, wir machen zwei Stops. Ich hatte 3 und 4 als Vorschlag. Hey, du hast jetzt noch, bis du wieder in die Box gehst, oder? Zwei Leute überholt! Ja, ja. Ich hab noch lange. Oh, dafür ein bisschen was rausgekommen. Warum? Bist du denn aufgeregt? Dreckflügel oder was? Nee, Moment. Zum Runterkommen. Versuche ich, also ich bin jetzt gerade auf Platz 14, ja. Und ich überlege, wie kann ich jetzt in die Punkte kommen, aber nur, indem die Bots halt öfter in die Box fahren als ich. Wie oft gehen sie wohl in die Box? Was? Wahrscheinlich so häufig. Was? Was? Was los? Ah, grün gekommen, leicht weggedreht und dann direkt die Bande. Ist mir auch passiert. Ja. Mann! Sind böse. Oh, ich hab doch gerade so schön überholt und hab mich gerade nach vorne gekämpft! Ach, wie unnötig! Was war das denn für ein Müll? DRS incoming! Kacke! Das ist noch kein DRS. Das ist doch kein DRS. Das ärgert mich jetzt. Wie viele Runden schafft man wohl mit Weißen? Ja, 15. Viele. Wie viel kann ich dir nicht sagen? Oh Mann! Also du hast doch kein DRS, ne? Ja, das ist Jays Laberei wieder. Naja, also Jays Laberei ist, ich bin hinter ihm. Und könnte jeden Moment da rauskommen, also. Ja, aber du hast kein DRS. Ja, aber das Ding ist, ich muss ja Jay nur auf. Aktuelle behalten. Alles klar. Weil ich hab, eigentlich bin ich auf der besseren Strategie. Okay, wie sage ich der Box jetzt, dass ich Weiße haben will, da unten? Wenn Jay an mir vorbeikommen will, muss er mich überholen. Du könntest Jay fragen, wie der Sprachbefehl dafür ist. Wenn ich ihn hinterherlasse, dann möchte ich lange nicht an den auf der Geraden. Strategie im Arsch.
Muss das Rennen irgendwie mit einem Boxenstopp werden. Sehr gut. Da du bist jetzt schon richtig in der Formel 1, denke. Ich kann zwar nicht gut fahren, aber die Taktik, die wird's richten. Ja, weil dadurch hole ich ja immer 10 Sekunden auf. Ja. Die letzte Kurve nicht. Ich hasse die letzte Kurve. Das ist geil. Oh Gott, Jay ist direkt neben mir. Der ist! Und damit ist Jay Zweiter. Diese Blech! Er hat mich ziemlich kurz zurückgeholt. Geiles Duell, Alter. Alter. Geiles Duell, mein Freund. Oh, wie am Schlingern ist! Ich krieg dich noch, Freundchen. Alter. Oh, was ein Duell, Alter. Mega nice. So gefällt mir das richtig gut. Oh Gott, ey, ey. Lass mich so oder ja. Lass mich doch einfach vorbei, Mann. Das ist doch, das tut deinen Reifen nicht gut und meinen Reifen nicht gut. Ja, wenn du mein Team wärst. Lass mich doch einfach vorbei. Was will denn hier? Geschichte, aber so nett. Ja, jetzt nächste Runde habe ich dich, Freundchen. Jetzt habe ich dich. Nein, doch nicht. Oh, was tust du denn? Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, ich bin links. Jetzt habt ihr mir Weiche aufgezogen. Jetzt habe ich, jetzt bin ich rechts. Naja, jetzt habe ich dich. Boah, was ein Duell, Alter. Über eine Runde hinweg, ey. Und jetzt hat der DRS. Ich raste aus. Scheiße. Oh, fuck. Jetzt kommt er. Oh, Mann. Ah, komm, fette Abkürzung. Hab die letzte Kurve leider verkackt. Oh, nein, er kommt. Oh, nice. Wow, Jay, Alter. Was ist denn immer? Jay zieht einfach rüber, eiskalt. Ja, sicher zieh ich rüber, Alter. Verbrennt. Ich darf einmal, darf ich meine Richtung verbrennt. Wechseln. Scheiße, jetzt hat er mich wieder. Boah, was ein Duell, Alter. Jetzt krieg ich mit irgendwelchen erfundenen Regeln. Einmal darf ich meine Richtung wechseln. Das ist so. In der Formel 1 darfst du einmal wechseln. Ja, ja. Bei Jay. Ja. Der J1 ist das so. Aber wie er gewechselt hat. Ja, sag mal so, ich bin ein bisschen zickzack. Er hat halt zickzack die Kurve zugemacht, damit er nicht. Oh! Jay hat Dena berührt und ist selber gedreht. Alter! Da warst du selber so schuld, Jay. Ja, natürlich! Du was war das? Nein, du warst so langsam! Ohne Spaß, du warst so langsam! Das war Jay, du bist voll in den reingefahren. Ja, weil er so langsam war, das war also vollkommen unerwartet. Aber dann fährst du doch nicht in den Gegner rein. Also ja, nicht hier sagen, bei das war nicht meine allerschnellste Kurve der Art. Aber es war bestimmt nicht extrem langsam. Nee, fand nein, ich auch nicht. War, ich war halt extrem viel schneller. Ja, aber das war halt das Problem. Ja, aber da musst du ja schon bremsen, Jay. Ja, selbst in der Kurve bremsen ist nicht so einfach. Oh, oh, mein Reifen platzt. Tut mir leid, Jay, weil ich hätte gerne Nee, ist cool. Also war mein Fehler. Ist mein Fehler gewesen. Ich wurde ja auch zum Glück bestraft und nicht. Aber was für Duelle wieder hat. Einfach ein mega nice Duell, ey. Das war krank. Okay, das hat jetzt ungefähr auch richtig. Oh nein, da. Hast du es gesehen? Hast du es gesehen, Seth? Ich hab's nicht gesehen. Ich hab grad bei Jay zugeguckt. Was denn? Boah, ja, hat mich wohl angegriffen. Alter, hat direkt den Reifen mitgenommen. Hat er dich einfach überfahren, oder was? Der hat sich vorne an meinen Reifen, hat er einfach mit Vollgas weggenommen. Stimmt, du hast mir die ganze Situation von letzter Woche noch gar nicht gezeigt. Warte, ich speichere auch die nochmal. Letzten 5 Minuten speichern. So. Das ist toll. Mann, meine Strategie war gut. Ich hätte vielleicht 10. Welcher warst du denn? Ich war oh, da steht Dalus Wagen. Oh, in der Rechts-Links-Schikane. Ich war 12. gewesen, hätte noch eine Runde gefahren, hätte dann auf Weiße gewechselt und wäre vielleicht durchgekommen. Ja, wäre doch geil gewesen. Ich frage mich, wann Peter nicht wieder reingehen hier. Also Peter, ich weiß tatsächlich selber nicht, wann ich reingehe. Ich glaube Runde 25 sagt. Oder sowas. Ey, ich habe erst 16%. Was ein kranker Kampf, Alter. Das dauert noch ein bisschen. Was ein kranker Fall. Statusreport. Ich bin echt so gespannt auf die Folge. Ich will das so gern sehen bei euch, was da passiert das ist. War, wir haben wirklich, wirklich fair gespielt. Ja, glaube ich. Das sah auch auf der Map immer so spannend nice. Aus. Das ging die ganze Zeit hin und her. Das war ein richtig cooles Duell. Ich gehe in 5 Runden in die Box.
Laut meiner Status, laut meinem Status Report. Ich muss erst mal wieder ein bisschen meinen Rhythmus wieder finden, weil der Ferrari kommt da bedrohlich näher. Wenn ich jetzt mal Jay, wird die Ferrari wieder überholen, oder? Ich hoffe irgendwann. Muss ich, wenn ich fehlerfrei fahre. Das dauert noch ein bisschen, Felix. Hä? Das dauert noch ein bisschen. Okay. Oh! Und Jay verhökert seine Reifen voll. Er hat ja, glaube ich, viele Stops geplant, deswegen naja, kann er halt stimmt. voll rasten, wie er will. Das stimmt. Wow. Bösen Fahrfehler gerade gehabt. Fast in die Wand. Allgemein sehr unrund alles hier gerade. Unnervös. Einmal tief durchatmen, Felix. Dabei die Augen schließen. Ja, toll, direkt verschaltet. Beim Augen zu machen? Ja. Okay. Da kann ja passieren. Siehst ja die Zahl nicht. Oh fuck. Nee, ich fahre ja teilweise 3 Sekunden langsamer als meine Bestzeit, also das ist echt nicht in Ordnung. Bestzeit ist ja auch auf schwerer, roten aber. Und du auf weißen. Oh. Das stimmt. Er ist langsamer geworden. Doch, er ist leichter geworden. Leichter geworden bin ich eben. Ja, und ich sehe auch, wie der Ferrari näher kommt. Also das ist nicht gewollt, wenn ich zusammen baller hier. Okay, Harianto, wie machen wir das, Schätzelein? Ja, Überholmanöver ist nicht überrunden, oder? Oh. Echt cooles Rennen, ey. Das hat wirklich Spaß gemacht. Ich hätte das so gerne noch länger gehabt. Ja. Und dann versau ich das. Boah, ich bin froh, dass du mich nicht abgeschossen hast. Ja, ich auch. Ah, das wäre dann. Ja, dann muss ich vorsichtiger gewesen. Sein bei sowas. Das wäre halt scheiße. Ja. Ich habe halt versucht dran zu bleiben und. Nee, ich kann das schon verstehen. Ich war ja wirklich langsamer halt so in der Kurve als in den Runden davor. Ja, du hast halt weiße Reifen und ich gelbe und. Ja. Ich muss echt zweimal weiß fahren, um überhaupt irgendwie über die Runden zu kommen hier. Auch interessant. Hast du dann nicht gelb? Also eigentlich kommt. Also bei mir war Vorschlag weiß und dann gelb. Ich hatte rot und jetzt zweimal weiß. Was? Ah, ich bin mit den Reifen eben auch nicht so gut immer. Ja. Sehr viele kleine Querstellen immer. Ich habe diesmal echt versucht darauf zu achten, meine Reifen nicht zu viel wegzuballern, weil so ein Boxenstopp macht halt schon nochmal einen Unterschied, ne? Ja, einen riesigen. Ja. Und mit abgefahrenen Reifen fährst du dann auch langsam. Ja, außer du hast die Zeit mit anderen Reifen ein, aber das habe ich noch nicht so richtig drauf, weil so pacig bin ich dann noch nicht. Versuch mir langsam das Fettgemisch ein bisschen mal anzueignen. Das lohnt sich schon. Habe ich jetzt gerade schon gemerkt, als ich aufgeholt habe. Aber wahrscheinlich bin ich deshalb auch rausgeflogen, weil ich kurz auf dem Grün war, durchbeschleunigt habe und dann hatte ich mehr Power noch und dann bin ich weggedriftet. Ich habe das Gefühl, dass man sowieso das komplette Rennen mit Fett fahren kann. Das mache ich gerade. Ich habe fast seit Runde 5 oder so habe ich Fett drin. Habe immer noch plus 1. Du kannst ja am Anfang einstellen. Echt? Krass. Ich bin nie Fett gefahren in allen unseren Rennen und das kommt bei mir immer relativ gut hin. Zumindest ging es im Frühjahr. Okay. Vielleicht liegt es aber auch da. Vielleicht liegt auch das an der Fahrweise. Ich habe keine Ahnung. Klar, ja, das ja. Da besser wenn du halt öfter in höheren Gängen, in niedrigeren Gängen fährst. Ja, aber die Autos sind doch leicht, Jay. Ich glaube trotzdem nicht. Ich glaube, dass sie insgesamt gesehen vielleicht, weißt du, so wie bei Forza alle eine 900 sind. Aber der eine Wagen mehr Reifenverschleiß hat als der andere. Und dafür aber irgendwo anders besser ist.
Vermutlich. Okay. Also vermute ich tatsächlich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die auch schon identisch sind. Ja, das war aber letztes Jahr schon nicht so. Nur weil du deine Reifen schneller kaputt gefahren bist. Nee, weil ich von vornherein schon einfach viel mehr Reifenverschleiß hatte. Also voreingestellt in den Boxenstopps. Das ist jetzt nicht mehr der Fall, erstaunlicherweise, aber trotzdem. Ich bin mir da nicht so sicher. Peter einfach so viel schneller durch die Kurve. Ja, krass, ne? Ich glaube halt nicht, dass die Unterschiede so groß sind. Also, das ist halt schon fahrerisch der Unterschied. Ich weiß nicht, ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, jetzt irgendwie noch die nächsten 18 Runden da um den letzten Platz umzufahren, ey. Ja, dann mach doch einfach den Dalu oder Sepp. Oder drück die Escape-Taste. Oder den J. Ja, noch habe ich mich nicht kaputt gefahren. Vielleicht wird's doch der J. Warst du auch nicht bei mir. Boah, aber bald ist er bei dir, Christian. Ganz knapp. 20 Sekunden habe ich auf dich, Felix. Ja, Respekt. Krass. Aber der Ferrari hinter mir fährt auf besseren Reifen und er kommt Gott sei Dank nur ganz langsam ran. Ich kann ihn auch außerhalb vom DRS-Fenster halten, so gerade. Ja, das ist doch auch schon mal gut. Ja, und er kommt nicht mal irgendwie an einem Teil der Strecke nah ran oder so, sondern ich kann ihn die ganze Zeit weghalten. Weil ich verliere mit dem weißen Reifen einfach in jedem Sektor verliere ich Zeit. Das ist immer so, dass eine Stelle ist, wo ich die Zeit verliere. Überall! Weiß ich nicht, wieso ich auf einmal so schlecht bin. Was sagen deine Reifen? 50. Da merkt man es schon, also ab 50 merke ich es gut. Ja, merke ich auch. Das schlittert so viel mehr. Wie viel hast du, Peter? 36. Ja, ist auch völlig okay. Ich glaube, bis 25, 26 müssen kommen. Bleib auch noch ein paar Runden draußen. Ja. So lang wie geht. Kein Risiko für mich. Ich dann kannst du im Endeffekt sogar noch rote holen, wenn du geil bist. Lieber beschlitter ich die allerletzten Runden des Rennens um, als jetzt rumzuschlittern, Zeit zu verlieren, von Ferrari überholt zu werden und am Ende nicht mehr vorbeizukommen. Oh, und der Ferrari kommt, glaube ich, auch rein, weil zumindest ist da die Boxengruppe offen. Ich glaube, mit den roten kommst du so 6-7 Runden weit, ne? Das werden wir dann sehen. Ich fahre ja nochmal mit den Weißen. Also ich fahre jetzt nochmal die letzten 14 Runden mit den Weißen. Ja, das ist doch auch krass. Eine gute Taktik. Ja. Die wirst du dann aber wahrscheinlich brauchen, ey. So, Platz 2. Wenn du jetzt schon da bist. Haben wir schon endlich. Ich bin auf den vierten zurückgefallen hinter Ricciardo und davor ist Day. Oh Mann, ich hätte so schön noch dabei im Feld sein können. Das ärgert mich so. Genauso wie Peter bis Runde 28 mit Weißen. Wäre ich irgendwie Sechster gewesen. 28 glaube ich nicht. Das schaffe ich glaube ich nicht. Wie viel bist du denn rausgeflogen? Achter. Und hatte gerade frische Reifen drauf. Oh. Also war eigentlich vom Rennen her war ich eigentlich ganz gut unterwegs, aber... Oh, wenn du einen kleinen Fehler machst, das reicht manchmal schon. Bevor es Ricciardo, aber die auf den hole ich glaube ich nur auf, weil seine Reifen halt echt wahrscheinlich abgefahren sein müssen. Wobei. Aber ich bin hier einfach besser, wer weiß das schon? Ja, bestimmt. Also mit. Nee, Felix, das erste wahrscheinlich. Also da auch immer noch nicht in die Box gefahren, würde ich schon sagen, das ist ja ganz gut funktionieren sollte gerade. Das freut mich. Also ich merke auch, auf frischen Reifen bin ich so viel schneller. Ich muss echt einfach häufiger stoppen. Das wird mir auch immer in die Kommentare geschrieben. Und Leute, ihr habt recht. Oder man fährt zu Reifen schon wie Peter. Ja. Oder so. Peter bremst auch kaum. Der gleitet einfach, ne? Peter fährt einfach nur. Peter fährt mit einem Gaspedal auf jeden Fall. Mit mehr nicht. Ricciardo schon mal geschafft, sind wieder hinter Jay jetzt. Bin nur 3 Sekunden hinter Jay und Jay muss noch stoppen. Ja, du hast ja eh nur Weiße. Jetzt halt komm ich schon weg. Die Leute gehen ja eh davon aus, dass ich das Rennen nicht gewinne. Darf ich eine Gift twittern aus dem Rennen? Von mir aus?
Wie du crasht? Ja. Wenn man nicht die Platzierungen sieht, nur oben links, um zu spoilern. Nee, nur dass irgendein Bot 14 da ist und dich wegrummelt. Hast du schon hochgeladen den Clip? Das kann kein Problem sein. Jetzt hallo? Bis jetzt gleich auf Twitter. Ich wär mal gespannt. Und da knüppelt Jay nochmal eine beste Rennrunde raus. Guck mal, das ist Christian. Ach so, auf Superstock bist du unterwegs. Jo. Wann hast du gewechselt? Hm? Wann hast du gewechselt? Wenn ich gewechselt habe, vor 5 Runden oder so. Ach so. Oder 6. Also ich muss also noch einmal, keine Ahnung. Also nachdem du dich weggedreht hast. Kann sein, ja. Ja. Also müsste. Aber ich werde auf jeden Fall noch mal rein müssen. So viel kann ich dir, Och nö, nicht WTF schon wieder. WTF, Christian. Ja, dann ist aber das ist WTF, ich bin halt kurz aufs Grün gekommen. Das sah einmal kurz aufs sehr Grün crazy Grün aus auf meiner weg. Stelle. Ach, das sah sehr crazy aus. Ich will nicht schon wieder... Ah, ich hab einen platten Reifen. Ach, nee, komm. Was ist denn mit Team Williams? So, Raikön nehme ich noch mit. Kommt irgendein Spieler gerade? Ein Spieler? Hallo? Glaub nicht. Ich weiß nicht, wo du bist. Auf die Strecke. Der und ich sind auf jeden Fall. Oh, Peter! Ui, ui, ui! Alles gut. Was hat Peter gemacht? Ja, die Überholvorgang. Ja, also. Überrundvorgang war gerade ein bisschen gefährlich. Hat er fast den Frontflügel verloren. Hat er? Hat er? Das war interessant, du. Alter, wie fahren die denn? Das ist ja der Hammer! Was machen denn die NPCs? Die sind ja schlimmer als Daru, ey. Änderung bestätigt. Hey, hey, du hast vor mir raus, Sepp, ja? Aus Eigenverschulden. Boxenstopp! Hat er. Aber er ist eh einen geplanten Boxenstopp gehabt, ne? Ja, Moment, da muss ich mal rückwärts fahren. Hey, Daru? Ja. Weißt du, wie das aussieht? Das sieht genauso aus wie bei mir in, wo war das, Spanien, glaube ich, wo ich den Start gemacht habe. Und du bist einfach ziemlich langsam gewesen und bist langsam nach links rüber gefahren. Der wollte links an dir vorbei und du hast ihm keinen Platz gelassen. Ja, warum soll ich überhaupt Platz lassen? Ich darf ja einmal die Spur. Der war 100 km/h schneller als du! Ja. Boah, Jungs, ey. Können wir nicht einfach mal das Auto da hinstellen? Aber mega geil. Das ist halt, wenn der Dalu mit seinem Papamobil über die Strecke fährt. Wer ist denn da hinter mir? Klaut er mir den Reifen. Wer ist denn noch in der Box? Ja, ich. Peter ist gerade in der Box. Auch der neuen Frontflügel. Ich brauch da alles neu. Ich hoffe, das klappt mit den gelben, Peter. Ja, ja. Wie, ja, ja, das sind 10 Runden. Das Spiel ist schon wieder leiser geworden. Wollt ihr mich veralbern? Den roten schaffst du 10 Runden? Jetzt höre ich das Spiel kaum noch. Ob schon. Peter hat doch nach der Boxenausfahrt schon 10%. Der Wagen hinter dir hat frischere Reifen. Behalte deinen Vorsprung bei, wenn du kannst. Ah, Peter ist aber ein Stückchen vor mir. Ein Stückchen ist gut, ey. Und der hat frischere Reifen. Den wirst du nicht mehr kriegen. Wenn, stellt euch mal vor, das wäre nach seinem Boxenstopp passiert. Ja, das wäre schlecht gewesen. Dann wäre echt schlecht gewesen. Das kann ja auch noch passieren, ne? Das ist alles möglich, Leute. Ja, so wie die Bots da gerade gefahren sind, ohne Spaß. Also ich wollte, ja, das war echt die NPCs, holy shit. Die haben sich auch gerade gegenseitig bekriegt und da kennen die aber auch keine Gefangenen, ey. Nee, also hey, die haben sich einfach weg. Das war ein unglückliches Duell, wo ich da reingeschlittert bin. Das sollte ich nicht tun. Das Spiel ist schon wieder leise geworden. Geht das irgendwie mit Knopfdruck oder so? Dann hat Christian auf Gas geben lauter und leiser gelegt. Und immer wenn du Gas gibst, dann... Ich weiß es wirklich nicht, Christian. Das ist mir neu. Das hattest du ja bisher auch. Ich kann den Motor kaum noch hören. Nee, ich hab's bisher noch nicht gehabt. Also ich höre kaum noch den Motor, wenn ich fahre. Vielleicht hast du einen Elektromotor eingebaut. Die neuen Lautstärke-Emissionsbeschränkungen. Ja, oder so. Fünf Sekunden an Peter ran, ey. Jetzt würde ich am liebsten nicht mehr in die Box fahren müssen. Wäre noch cool. Ja.
Dann fahr einfach durch mit deinem alten Fehler. Hätte ich mal weniger Fehler gemacht, ey. Dann hätte ich auch mal weniger Fehler gemacht. Ja, gut, okay, stimmt. Das ja, hast du eigentlich die ganze Saison gedacht. Hätte ich mal den einen Fehler nicht gemacht, dann würde ich wenigstens noch fahren. Dafür kannst du ja jetzt schon Deutschland üben. Nee, ich guck hier das spannende Rennen zu, ey, das ist doch voll nice. Peter, wie viele Runden hast du noch? Ich bin jetzt in der 26. Also 9. Cool, bist du schon 2 Runden vorne, ey. Das hab ich aber auch nicht mitbekommen. Alter Schwede, ich hab ihn ja fast ausgeschieden. Oh, Dena, ganz ehrlich, du bist in dem Punkt, mach keinen Quatsch. Dena muss aber Gas geben, weil ich noch rankomme. Oh, Jay hat eh eine Zeitstrafe, Felix. Ich würde mir keinen Stress machen. Wieso? Eine 3 Sekunden jetzt? Zeitstrafe. Ich glaube auch nicht, dass der nur eine 3 Sekunden Zeitstrafe hat. Wurde mir gerade durchgesagt, dass hinter mir der Wagen eine Zeitstrafe hat. Puh. 5 Sekunden hat das was gekostet gerade. Machen wir nochmal schnellste Runde hier. WTF, ey. What was that da? So, Felix, jetzt wird's gleich wieder geil. Ich freue mich schon gleich auf unser Duell. Ich komme doch auf jeden Fall ran. Hä, wieso bist du jetzt? Du bist doch vor mir. Ja, aber jetzt bist. Genau jetzt bist du vor mir. Ja, okay. Oh fuck, Alter. Jetzt überholt mich noch Raikön, Vettel. Ärgerlich. Muss ich die auch erst nochmal holen. Naja, es sollte jetzt schon ein bisschen was sein. Du machst das, Felix. Glaub an dich. Das finde ich gut. Williams Power. Ja, ich wollte gerade sagen, euer Team muss doch mal Punkte machen. Ja, ja, auf jeden Fall. Ey, Sepp, üb schon mal Deutschland, ohne Witz. Oder hast du schon geübt? Ich habe Deutschland schon geübt. Deutschland kann ich auch viel besser als Ungarn. Okay. Wobei ich jetzt auf klar. Ungarn. Ich werde dich an diesen Satz erinnern. Wobei ich ja. Peter, ich war auf Ungarn, war ich voll gut. Also ich war ja, nicht bis scheiße. Bis zu dem Moment, wo du tot warst. Ja, bis zu dem Moment, wo ich kurz aufs Grün gekommen bin. Voll gut ist aber nicht voll scheiße. Oh, Christian, genau. Ich bin schon wieder hinter dir. Das kann doch gar nicht sein. Jetzt bin ich gerade verwirrt. Ich glaube, ich habe dich erst einmal überrundet. Kommst du jetzt vorbei auf der Geraden? Das glaube ich. Also ich habe ihn erst einmal überrundet, deswegen schätze mal du auch. Ich bin jetzt in Runde 28, da müsstest du doch in 27. 26. Hä? Weißt du was, ich mach dir jetzt kurz, das ist eh scheiße, ja. Ich fahr jetzt gleich links. Weil hier ist ja rechts die Linie. Also, okay. Danke. Okay. Gott, gegen jetzt beide Ferraris, oh fuck, ey. Kollisionspotenzial! 23. Die kannst du locker in der Kurve jetzt überholen. Einen zumindest. Der hat auch der. Wenn du Glück hast, sogar zwei. Ja, sehr schön. Oh! Oh! Hat er dich berührt. Aber war okay. Safe. Aber hätte ja sein können, dass er dich nur abschießt. Ach, pfff. So, oder nicht? War an deinem Hinterreifen dran. Puff, oh, oh, wie langsam. Was, Jay hat schon geschafft? Ja, Jay hat beide schon hinter sich. Alter, das ging aber schnell, Jay. Und Harianto noch, der war schon nice. LOL. Wie überrunde ich denn jetzt hier drei Huren-NPCs? Auf der Geraden. So, guck mal, da ist ja gar nicht mehr so viel Abstand. Ja, du hast 30 Sekunden Vorsprung, das ist schon. Und ich hab rote. Frische rote. Hm. Das war drin. Da vorne sehe ich schon, ja, den hol ich. Das war drin. Also 7 Runden noch. Holy shit, ey. Ich bin jetzt eine Kurve entfernt. Okay, Jay ist wirklich extrem nah dafür, dass er die deutlich besseren Reifen hat. Wobei, wie lange halten deine Roten noch? Nee, du warst gerade in der Box. Ich bin gerade in der Box gewesen, die sind ja, richtig der frisch. Will bis zum Ende fahren. Aber das Gute ist, wenn du Glück hast, verheizt er die jetzt so im Duell gegen dich, dass er dann nochmal in die Box muss. Na, die Box muss er nicht. Sechs Runden, ja, ich hatte gerade noch 10 im Kopf, ja. Aber mit 6 Runden werden die trotzdem am Ende, also 7 Runden damit fahren, das ist schon, da sind die am Ende nicht mehr so gut. Das heißt, in den letzten entscheidenden Runden werden die nochmal stark abbauen bei ihm. Und deine sind jetzt schon nicht mehr gut. Ja gut.
Nein, er ja, gut, das tut frisch. Jetzt hier ja nichts zur Sache, mein Freund. Ich wollte nur sagen, LOL, Alter Jay. Das ist cool. Alles cool. Bei mir standst du gerade quer auf der Strecke und wärst fast gegen die Leitplanke geeiert. Driften auf Fun. Ja. So sah das bei mir fast aus, als ich rausgeflogen bin. Und der steht mir aber auch häufig schon fast in die Wand gefahren. Wie nah ich schon an ihm dran bin, jede Sekunde, drei Sekunden pro Runde. Ja, ich fahr auch Käse. Ist aber hart. Den dann muss er fett stellen. Hau doch mal alles raus, was du noch im Tank hast. Das ist das Traurige, steht auf fett. Oh. Guck mal, wie nah er schon ist. Okay. Und Alter, der saugt sich echt an ihn dran, ey. Den Namen sehe ich schon über sein Auto. Fieser Blutegel. Oh, das wird gleich noch in Weinerei enden, ich seh's schon. Ja, mal. Ich seh das auch schon, aber es wird witzig. Egal, was ist, wir beide schießen uns nicht ab, okay? Wir beide machen schön vorsichtig. Also, was? Also, da nichts, mein Freund? Jay kann nichts versprechen. Ich kann nichts versprechen. Das würde ich als Angriffserklärung nehmen. Ja, das du solltest ihn raushauen, bevor er dich raushaust. Ich werde versuchen, dich zu überholen. Das kann ich dir versprechen. Ich versuche, dich fair zu überholen. Bremst einfach einmal fies, dann ist der Frontflügel raus, dann wird er wieder langsamer. Aber wenn es nur unfair geht, dann nimmt Jay das auch. Nein, das nicht. Jeder fahr auf Punkte, wir brauchen dich. Ich werde fair versuchen, zu überholen. Er wird versuchen. Also so wie gerade, ja, so wie gerade halt. Faire Rad-an-Rad-Duelle, da erinnere ich mich ans Beste. Wie Jay einfach die Kurve so viel besser nimmt als Felix, Jetzt bin ich dran. Aber Felix ja, bremst dann auch zu viel ab. Besseren Reifen, ne? Naja, du bremst in der einen Kurve auch zu stark ab. Du fährst ihn noch nicht richtig an. Naja, deswegen bin ich halt auch auf ihn draufgefahren. Ja, genau, deshalb bist du auf ihn draufgefahren. Beide abgekopft von der Strecke. Oh, das ist witzig. Ja, beide mit dem gleichen Fehler. Den hol ich jetzt gleich. Ich saug den so weg. Aber gerade. Ich saug den so weg. Aber du musst auch gucken, die langsamsten Reifen des Rennwochenendes gegen die schnellsten. Ja, sehr. Also ja, klar, ja. Das ist total ungleich. Das ist ein super ungleiches Duell. Deswegen war ich auch einen Stoppbär länger. Mehr. Also das packt Jay auf jeden Fall schon mal jetzt, wie gut du gefahren bist, dass du trotz seines Mehrstags. Jetzt zieht er sich einfach vorbei. Jay verbremst! Und es geht wieder weiter! Jawohl, und es geht wieder weiter mit dem Duell! Oh, geiles Ding! Alter Vater! Jay will noch rausfliegen hier! Was heißt, ich will noch rausfliegen? Ich hab die Kurve ganz normal gekriegt, ich musste ausweichen. Weiß, aber du musstest ausweichen, dann wäre beinahe dein Frontrad weg gewesen. Das war knapp, ja. Oh Gott, Chris, bitte nicht auf die Strecke kommen jetzt. Muss ich jetzt? Ich hab sonst noch Spaß. Alles gut, Christian. War super. Danke, Chris. 4 Runden noch. Ui. Boah, Jay, er fährt echt am Limit hier. Was ist passiert? Christian hat... Was hast du gemacht? Christian ist raus. Ich hab versucht, den NPC vorbeizulassen, hat er mich einfach von der Strecke gerammt. Ja, so wie bei Jalo meinst du. Ich hab durchgehend blaue Flagge gehabt, hab mir gedacht, fährst ein bisschen langsamer da. Nee, ich fahr nicht um dich rum, ich fahr durch dich durch. Ja, so hat er bei Jalo auch gemacht. Oh Mann. Boah, ich dachte gerade, da wäre noch jemand raus. Holy shit. Nee. Es sind nur noch drei. Die beiden kämpfen weiter, aber Jay hat die Kurve nicht so gut gekriegt. Aber Jay hat DRS. Ja, aber trotzdem reicht das nicht. Trotzdem reicht das nicht, Felix. Aber er hat nochmal DRS. Ja, hier kannst du ja kaum überholen. Außer der andere macht einen Fehler. Oh! Vorsicht, ich bin langsam an der Kurve. Ja, Jay, da muss er echt aufpassen. Oh! Ich weiß noch nicht, der ist unberechenbar, der Junge! Ich weiß noch nicht, was ich tun soll! Ich bin so viel schneller! Der ist unberechenbar, er rutscht von einer Seite zur anderen. Das ist super schwer, hier hinter zu bleiben. Ich hätte so Schiss an deiner Stelle. Die sind safe! Oh! Die sind so weit von safe! Wie viel Prozent sagst du? Ich sag's auf meine. 40! Locker für 3 Runden. Aber die bauen jetzt stark ab, ne? Bei 50. Ja, ich hol trotzdem wie Scheiße auf! Ja, das stimmt. Oh, was ist das passiert sein?
Wir sind 48. Naja, ich irgendwann habe ich meine Chance. Irgendwann wird er den Fehler machen. Ich muss einfach nur geduldig bleiben. Ja, ja, dann bleib mal geduldig, das will ich sehen. Vor allem musst du gucken, dass der dich nicht mit abnimmt, wenn er sich verbremst oder so. Weil du klebst ihm ja einen Meter hinterm Heckflügel, ey. Jetzt habe ich ihn. Ja, das sieht gut aus. Du musst nur die Kurve richtig kriegen, Jay. Dass er nicht wieder zurück überholen kann. Was wird das denn? Was war das denn? Ich dachte, er zieht halt nach innen. Und dann verbaule ich ihn einfach von außen. Der ist nicht so wie du. Boah, was hier an Gummi verheizt wird. Der Hammer. Macht richtig Spaß, jetzt so zu gucken, ey. Ich hoffe, euch Zuschauern macht es genauso viel Spaß. Bräuchert. Boah! Oh! Alter, der ist so langsam. Boah, jetzt hab ich ihn. Oh, er ist rübergeschwenkt. Jetzt hab ich ihn. War ein Fehler, Felix. War ein Fehler. Er kommt. Oh, Jay, pass auf. Ah! Ich hab's vorgelassen. Cool. Oh, ich bin drin. Ich bin knapp drin. Da war fast einer weg. Wer waren wir? Ich sag mal so, da hab ich den Frontflügel. Ihr habt euch eingekeilt. Aber schöne, geile Duelle, ohne Witz. Ach Gott, scheiße. Jetzt muss ich Felix zugucken. Oh, wann kommt wieder dieser Überraschungsangriff? Ich hab Angst. Man muss jetzt nur gucken, dass du Land gewinnst, Jay. Ich hoffe einfach, dass Felix auch eine Sekundenstrafe hat. Weil dann hat er ein Problem. Ja, stimmt, Felix, du musst jetzt... Er hat 3 Sekunden Strafe, jetzt, ne? Du musst ja, wer weiß, was du hast. Wenn du keine hast, dann habe ich ein Problem. Dass du hinter ihm bleibst. Oh, nicht schlecht. Ah, schade. Nee. Falscher Gang, scheiße. Sind die Strafen, die Sekundenstrafen? Oh! Was? Oh, Felix, wow. Warum? Alter! Warum, Felix? Also da... da wurde ich angeschubst von hinten. Was ist denn da passiert, Felix? Ach, scheiße. Ja, ich war innen und hab zu viel Er gewollt. Wollte innen vorbeiziehen, aber... Ja, ich hab dann innen schnell zugemacht. Dann war mir schon klar, dass du kommst von innen. Da hab ich mal meinen dicken Arsch dir in den Weg gesetzt. Ja, das war zu risikoreich. Ich wusste halt, wird die letzte Chance sein, weil du bist einfach schneller mit dem Reifen. Aber du hättest 3 Sekunden einfach nur dranbleiben müssen. Ja, aber ich glaube, die hätte er sich auch noch locker geholt, weil er echt viel, viel schneller ist. In 2 Runden? Was? Ja, hast du gesehen, wie er aufgeholt hat auf mich? Ja, ich weiß. Ja, vielleicht hätte er... Das war ein sickes Duell. Aber das war krass. Aber Respekt, Jay, hast du gut gemacht. Mega, ah, habt ihr beide gut gemacht. Ja, aber ich muss erstmal ins Ziel kommen. Und ich muss schnell genug ins Ziel kommen, ja? Also, das ist doch nicht gegessen, das Spielchen. Ja, stark von euch beiden auf jeden Fall. Ich fahre jetzt schon noch safe, ich muss die Benzin sparen. Und wir sind meiner Meinung nach immer noch fair gefahren, obwohl wir uns Zeit berührt haben. Ja, finde ich aber auch. Das war echt ein geiles Duell. Zu viel sollte man dann auch nicht irgendwie mal da mit der Lupe hinterher schauen. Also wenn so die Formel 1 wäre, würde ich jedes Mal die ganze Zeit nur abspritzen, wenn ich das sehe. War bislang geilste Rennen, was wir gefahren sind. Also zumindest ich gefahren bin aus meiner Sicht. Weil die ganze Zeit nur Duell mit Felix, ey. Oh, Benzin. Hm. Ja, das blinkt bei mir auch gerade. Siehst du, Peter, wie viel Spaß die da vorne ohne dich? Ja, da Peter, vorne? Du meinst Peter da hinten, ja? Peter ist halt voll egal, interessiert mich überhaupt nicht mehr. Ja, das ist auch okay so. Er ist zu gut. Ich hab mein Rennsieg, ja, das ist mir egal. Ich bin cool. Gut. Nice, Peter. Nice, Peter. Respekt. Danke. Aber das scheint war ein cooles Rennen gewesen zu sein. Ja, also das war wirklich mal auch ziemlich spannendes Rennen mit ganz viel 1-on-1-Duell. Hätte ich auch nicht gedacht, dass sich das so geil entwickelt. Ich hatte gehofft, das entwickelt sich für mich persönlich ein bisschen geiler, aber... Ja, Glückwunsch, Felix! Aber zumindest coole Stellen zum zweiten Platz! LOL! Ich wusste es! Ich hatte so ein paar Sekunden vielleicht. Dreimal 3 Sekunden. Ja, 9 Sekunden, yes!
Was? Ah! Ich hab mir schon gedacht, wenn 6 Sekunden so wert, dann wäre es nämlich ultra knapp gewesen. Mit 9 Sekunden hab ich nee, nee. Ich dachte sogar, ich hätte 12 gehabt. Nice! Ah! Aber trotzdem, yes. Voll Druck aus, man wäre langweilig, weißt du, wenn er da seinen lauen Lenz schiebt, ey. Alter. Was ein nices Rennen. Oh, ja, was? Das war mega nice. Das hat richtig Spaß gemacht, muss ich sagen. Das war echt das geilste Rennen der ganzen Saison bisher. Das spannend schon. Einfach. Fand ich ja auch, zum Zuschauen auf jeden Fall. Safe. Was hat ein Jay da gemacht? Also du hast immer abgekürzt. Ja, ich hab ganz häufig mal abgekürzt. Ja, klar. Also das heißt ganz häufig halt aus Versehen, ne? Oh ja, der Name taucht ein paar Mal auf. Ich war halt die ganze Zeit am Pushen. Sexy ja, Jay regiert, würde ich jetzt mal sagen, die Rennleitungsvorfälle. Was? Was? Egal, auf den Drittplatzierten wieder Punkte geholt. Was will ich denn mehr? Und damit in der Fahrerrangliste okay. Max Verstappen immerhin wieder überholt. Und damit auf dem sechsten Platz mit 60 Punkten. Aber natürlich immer noch weit hinter Jay. Und hinter Peter möchte ich gar nicht sagen. Aber ja, ne, Platz 3, sag ich mal, ist das Ziel fürs Ende sozusagen hier in der Fahrerrangliste. Ja, das ist doch ein gutes Ziel. Das könnte man wieder hinbekommen. Und Williams hat es immerhin geschafft vor Toro Rosso. Aber, also McLaren könnten wir auch noch bekommen, wenn Dalu nicht auf einmal richtig auspackt. Würde ich sagen. Warte ab. Ich warte ab. Ich schaue mir das ab gerne Spanien. An. Ab Spanien. Da liegt Dalu richtig los. Rückrunde gibt's doch noch, oder? Ja, genau. Nächstes Jahr. Okay, ich würde sagen, gefallen hat, drück den Daumen nach oben. Mach du den und Ab-Dings. Oder sag du es, Peter. Am Samstag, Sonntag sehen wir uns wieder. So sieht's aus. Danke fürs Zuschalten. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss.